Willkommen Reisende, wir sind zurück in Nordic Ashes. Nach einigen Tipps und Hinweisen werden wir nochmal Helga spielen. Wir spielen mit den Kartendeckern einfach mal im Alfheim. Probieren erstmal auf Hard. Wenn wir mal gucken. Ja, schon müssen wir eigentlich neu rollen. Ist doch. So. Erstmal die Karte wieder erkunden. Aber Erfahrungspunkte einsammeln. Haben wir natürlich ein Herz verloren, aber ein weiteres, das wir auffüllen können, dazu bekommen. Geht ja eigentlich. So, hier oben gibt es einen für Geld. Und mal gucken gehen. Der Stock. Was macht der nochmal? Einen Schaden und Angriffsgeschwindigkeit. Nehmen wir einfach mal mit. So, alles schön einsammeln. Bisschen leveln. Hier können wir jetzt erstmal unser Herz wieder auffüllen gleich. So, da ist ein Baum. Alles eingesammelt. Und wie man sieht, haben wir wieder super Glück beim Würfeln. Gucken wir uns mal die anderen Sachen an, die auf der Karte rumliegen. So. Naja, leere Kisten, weil brauchen wir nicht. Ah, hier bekommen wir ein bisschen Gold. Mal immerhin. Hier unten müsste noch roter sein gleich. Haben wir wieder einen Baum. War natürlich nicht getötet. War gar nicht aufgepasst. So. Oh ja, wir kriegen natürlich auch nur Scheiße. Wie wir mal Glück haben bei sowas. Faszinierend. Na geil, wir brauchen Schaden. Oh, was ein Scheiß. Beste im Spiel, ey, von wegen. Einzige, was man hier in einer Tour machen muss, ist abhauen. Nicht nur, dass wir die Fähigkeiten immer neu würfeln müssen. Nein, wir müssen auch noch. Habe ich vergessen, was weiß ich.
Ja, können wir vergessen. Ah ja, bei den Altaren haben wir auch immer so gar kein Glück. Ah, jetzt kriegen wir Müll. Ah, naja, klar. Dann gehen wir jetzt mal zu dem anderen roten Altar. So, jetzt darf man hier wieder den ganzen Tag neu würfeln. Wie kann man eigentlich so ein Pech haben, Alter? Noch Leute gesehen, die jede Fähigkeit einfach so bis auf Stufe 10 nehmen können, weil sie immer perfekt die nächste kriegen, ohne neu würfeln zu müssen. Wunder, dass man so andauernd neu spielen muss hier. Nur Pech bei Fähigkeiten und bei allen anderen Sachen hier. Die Altare sind Müll. Fähigkeiten muss man andauernd neu würfeln. Ja, da brauchen wir 5. Super. Leveln tun wir auch super langsam. Die alte taugt gar nichts, ey. Und ihre Superfähigkeit soll ja mit jedem Mal benutzen stärker werden. Aber noch nur in der Zeit, in der sie aktiv ist, was eigentlich auch überhaupt nichts bringt, ob die dann aktiv ist oder bringt. Können wir ja gleich mal gucken, wie lange sie aktiv ist und wie lange man immer braucht, bis sie wieder aktiv ist. Differenz dazwischen. So. So, jetzt fehlt uns noch der Kristall. Den anderen Altar können wir uns ja dann auch mal angucken. So, was für ein Scheiß gibt's hier? Karten wachsen. Oder Karten erscheinen schneller. Nehmen wir erstmal das, treffen wir vielleicht auch irgendwas. Bereich. Nehmen wir Abklingzeit. So, jetzt mal ein paar Erfahrungspunkte mehr sammeln. Ach, zu dem anderen wollten wir noch gehen. Cool wäre ein Ring, aber da müsste man ja Glück haben. So, mehr Erfahrung 10%. Ja, nehmen wir ruhig mit. Ja, der Uralte, der interessiert mich gerade nicht, die Bohne da. Da ist ein Ring. Ein Bier für 15, das kann man sich ja nächste Runde mal gönnen. Was ist denn der da unten?
alles schönartig einsammeln. Muss nicht dagegen laufen. Jetzt wollen wir den nämlich noch nicht. So. Mehr Erfahrungspunkte. Das nehmen wir jetzt mit, bevor wir den Endboss nämlich töten. So. Aua, nehmen wir auch einmal mit. Mal gucken, ob wir den besiegt kriegen. Und ob das Geld für den Shop reicht, müssen wir mal sehen. Also es dauert natürlich sehr lange, den zu töten. Außerdem schießen unsere Karten auch nicht auf ihn, also. So, gucken. Wir haben ja jetzt zum Glück das mit den Erfahrungen eingesammelt. 8 Stück. Wir gehen mal. Ich weiß gar nicht, können wir hoch bis zu den Vögeln? 3. 1. So, welchen nehmen wir? Den sehr viele. Projektile. Ist ja dann nur ein Vogel, ne? Weil Schaden, Abklingzeit, Projektile, Durchschuss, Crit. Bereich. Da kriegen wir immer mehr Vögel. So, macht mal die Kisten kaputt. Heute noch, wenn es geht. Fraglich, ob wir uns einen Ring holen. Oder ob wir einfach hoffen, dass wir einen finden. So. Gehen wir übrigens die Kisten kaputt. So. Das nehmen wir mit. Ein Herzcontainer. Hm. Einer. Bogen. Einsammelreichweite erhöhen, das ist natürlich super. Schuhe oder ein Schild? Warte mal. Hier haben wir gar nicht Bewegungsgeschwindigkeit. Wir nehmen Bewegungsgeschwindigkeit. Und jetzt haben wir auch gar nicht mehr genug Geld für den Ring. Damit hat sich das erübrigt. So. Warte mal, hat die ultimative Fähigkeit eigentlich ein Upgrade? Nee, ne? Da sehen wir ja dann. So. Zwei Projektile. Wollen wir mal gucken. Der hier gibt nämlich... Ja, hauptsächlich steht schon wieder nicht dran. Was soll denn das? Keine Ahnung. Steht sonst den ganzen Tag immer dran bei den Fähigkeiten? Jetzt nicht. So. Gut ist der Bogen. Der hat nämlich Verfolgungspfeile. So, wir gehen jetzt mal gucken, ob wir Kisten mit Geld finden. Also nur der Anfang ist scheinbar bei der alten hier nicht so der Hit. Wir brauchen schön Geld für den nächsten Laden. Da sind Kisten. So. Da sind auch noch Kisten. Schön, dass das immer an der Karte angezeigt wird. Eiltrank. War nicht schlecht. Immerhin haben wir jetzt ein paar Herzen, wenn uns der Boss trifft.
Und haben zum Glück auch die Schuhe bekommen. Hier lag doch was da, ja da. Oh, oh. Den habe ich gar nicht gesehen. Oh. Der Buch der Sterne ist auch irgendwas anderes. Nehmen wir das. Oh, der hat direkt noch eine Kiste gegeben. Also unsere Fähigkeiten, die wir im Laden bekommen haben, die sind wesentlich besser als unsere. Boah, das war ja auch nicht anders zu erwarten. Ah, Schaden. Oh, Angriffsgeschwindigkeit für die Karten. Wollten Kisten, Ring, genau, so war das. Kisten und ein Ring. Oh, Münzen. Immer ab und zu auf die Karte gucken, wo gerade Münzen rumliegen. Und manchmal sieht man die gar nicht so gut. Also müssen wir dann immer mal auf die Karte schauen. Zum Glück hört man die Münzen ja, aber man muss ja dann immer noch kurz gucken, wo sie herkommen. So. Wo haben wir denn Kisten? Also jede Menge Heiltränke gerade. Oh, ich habe eine Münze gehört. Was ist denn? Wir brauchen Kisten. Oh, Münzen, Münzen. So. So ein Ring wäre irgendwie schon nicht schlecht. Die Fähigkeit, um Samen direkt beim Runterfallen einzusammeln, habe ich noch nicht freigeschaltet, aber das ist als nächstes dran. Dann brauchen wir nicht immer auch auf der Minimap gucken, wo gerade noch Samen rumliegen. Sondern die werden dann direkt eingesammelt. Jetzt liegen so viele Erfahrungspunkte, dass ein Ring echt gut wäre. Da sind Kisten. Ein Ring. Ist jetzt die Frage, kaufen wir uns die Herzen? Ja, oh Gott, wo kam er denn her? Geht da einfach rum, ey, was stimmt bei ihm nicht? Ach ja, wir haben ja erhöhten Sammelradius, ganz vergessen. Jetzt müssen wir uns wieder runter zu dem Heiltrank bewegen. Und auf dem Weg wieder Münzen einsammeln, da war ja gerade ein paar ausgegeben habe. So, hier ist ein Heiltrank. Hier liegt irgendwo ein Samen. Da. Münze. Wo ist ein anderer Heiltrank? Erb doch. Oh Gott, ich muss nach unten, nicht nach oben. Ja, super, ich da bin, habe ich ja noch mehr verloren. Oh, dann Kisten. Ah, ja Gott, dann schieß doch halt mal auf die Kisten. Er will einfach nicht sterben, oder was? Oh Mist, wir haben keinen Ring gefunden. Die Geschwindigkeit jedes Mal, wenn sie getroffen
Also wenn sie einen Gegner treffen. Oh. Lassen wir mal noch. So. Was schießt denn jetzt auch schon wieder auf uns? Will aber nicht wahr sein. Ganz genau ein Heiltrank gehört. Ich sehe ihn aber nicht. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Oh. Und noch so zwei Mini-Bosse. Ja, irgendwie. Wäre ja ein Ring echt gut, bevor der abnippelt. Schade. Oh. Versuch schon schnell wie möglich von ihm wegzulaufen. Da ist ein Ring. Aha. Gesammelt. Oh Gott, ich wollte auf den blauen Trank und der greift mich einfach an, der Vogel. Hat man ja jetzt nur mal gerade so. So, wir machen jetzt diese blöde Fähigkeit einfach mal an. Angeblich soll man die ja andauernd anmachen. Ja, mach doch mal kaputt jetzt. Oh. Ein blaues Herz. Ein ganzes sogar. Das nutzen wir ja direkt mal. So. Boah, ja. Ja, wir haben. Ja, so geil. Mich das Spiel hasst, ne? Ach, keine Punkte mehr. So. Nehmen wir davon was mit. Erlittene Schaden. Um halbes Herz erhöht. Ne, das lassen wir mal lieber. Beide Zeit und Raum. Ja, also mehr Leben. Ein blaues Herz. Plus 25 Schaden, solange du mindestens ein blaues Herz hast. Und ein Schild. Warte mal, 20? Können wir uns alles leisten? So. Oh cool, noch einmal spielen, dann haben wir Gnüki auf ein neues Level. Cool. So. Also jetzt gab es im Laden gute Sachen. Ja, wir können ja mal unsere Herzen auffüllen. Gute Idee. Oh, da ist noch ein Ring. Hier ist ein Heiltrank. Cool, dann spielen wir jetzt so bis kurz so Hälfte bis zum Boss. Sammeln einmal alles ein. Bleiben in der Nähe von dem zweiten Ring, da ist nämlich auch ein Samen. Ach so, hier, wir müssen gleich wieder. Die Fähigkeit aktivieren. Gut, Münzen brauchen wir jetzt nicht. Wir haben keine Fähigkeit, die uns mehr Schaden für Münzen gibt. Ah, aber wir können. Ach ne, warte, das geht erst bei 7 Punkten. Die komische Superfähigkeit upgraden. Wollen wir mal sehen. Was war denn das? Mit dem nicht. Greift er mich einfach an. Hm. Ja,
cool. Wir sammeln den einen Ring auf und der andere fällt wieder runter. Warum überhaupt raus, wenn es dasselbe ist? Also. Ah ja, hier dieser Heilfatzke. R. Abdrücken. Aufwerten. So. Also, Dauer 13,2 und alle 26 Sekunden ist er ready. Also immer 13 Sekunden nicht. So. Ja, hier den Pfeil wollten wir noch lassen. Da müssen wir auch noch zweimal aufwerten. Sammelradius, Schaden, nee, wir nehmen erstmal Bereich. So. Jetzt muss ich nur ab und zu mal ein bisschen aufpassen hier. Nicht, dass dieser komische Heilvogel auf uns auffliegt. Weil wir haben ja jetzt 25% mehr Schaden, solange wir ein blaues Herz haben. Wenn wir die blauen Herzen verlieren, ist der Schaden wieder weg. Logischerweise. Liegen hier so viele Samen rum, die muss ich alle einsammeln. Ich sehe die überhaupt nicht. Also, warte mal hier irgendwo. Ja. Und da. Wir sind auch schon super weit weg von dem Ring. Hier ist ein Samen, da ist ein Samen. Hier ist auch irgendwo einer. Warte. Da ist noch einer. Bloß nichts berühren hier. Ach, hier Ehre wieder. So. Oh nein. Ach ja, wir haben auch ein Schild. Voll vergessen. Ja, die super Kombi eigentlich. Das mit dem blauen Herz für 25% mehr Schaden. Und wenn man, also am besten, wenn man ein Schild hat. Das ist gar nicht so schlimm, wenn man einmal kurz nicht aufpasst. Oh, hier. Einmal E. Weg zu dem nächsten Ring. Ehre. Alles aufwerten. So. Also gibt keine Spezialfähigkeit. Cool. Jo, wir haben ja viele Sachen. So, 15 Level haben wir noch. Aber für den Vögel reichen eigentlich. Was macht denn das? Eulen erhalten 200 Bewegungsgeschwindigkeit für 6 Sekunden mit einer Abklingzeit von 9 Sekunden. Nehmen wir einmal, weil wir das andere noch nicht freigeschaltet haben. Wir nehmen auch das hier. Karten erscheinen schneller. Ist jetzt irgendwas runtergegangen? Hat irgendwie nicht so was gebracht, wa? Mehr Schaden. Mehr Schaden. Mehr Bereich. Gott, sind die Vögel groß. Der Topf. Ach so, jetzt hat das Ding erst eine Abklingzeit. So, gleich ganz schnell. Na, was ist da passiert? Warum war dann jetzt ein rotes Feld? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Alter, ich sehe nichts. Cool, da könnten... Was ist denn passiert? Sie ist tot, okay. Oder? Ja krass, ich habe überhaupt nichts gesehen. Wenden Sie fliegende Spirale. Hier in der Pfad. Cool. Die können einfrieren.
Gut, der Anfang war völliger Müll, wie immer. Aber durch den Shop haben wir richtig gute Items erhalten. Wodurch wir mehr Schaden machen konnten. Hier das Schild, gepaart mit dem Kristall hier. Ist natürlich richtig genial. Das ist auch völlig egal, mit welchem Charakter dann. So, wir haben Alpha im Hard und die Helga gespielt. Super Fähigkeiten im zweiten Shop erhalten. Ja, und im ersten auch hier erhöhte Einsammelradius und auch die Schuhe. Weil sonst wären wir viel zu langsam. So. Ja, die Karten haben den meisten Schaden gemacht. Ist aber nur die Hälfte von dem, was die Bogenschützen macht. Die macht doppelt bis viermal so viel Schaden. Aber naja. Du würfeln. Ja, hier. 22 Mal mussten wir neu würfeln. Hauptsache steht da noch bei. Katastrophe. Gut, ich hoffe, hat euch auch gefallen, der One. Waren ja richtig, am Ende richtig gute Fähigkeiten dabei, die wir bekommen haben. Dann danke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann.